Na gut, unser allgemeine Ausredenkarussell fällt. Schuldzuweisungen also werden unser. Etwas, das. Ja, auf jeden Fall, unser Ausredenkarussell klappt er nicht. Beziehungsweise, ich werde das wieder in Ordnung gebracht haben. Schön, dass es so schöne Zeitformen gibt. Ganz gut, bitte. Was? Das, der Anhalter durch die Galaxis hat da auch einen schönen Abschnitt darüber. Kann ich das Chronokai nicht normal benutzen? Warte mal. Ich speichere mal richtig ab. Noch nicht. Ich werde diesen. Und wenn. Noch nicht. Okay, ich kann die Zeit gar nicht zurückdrehen, selbst wenn ich wollte. Ich muss erst diesen Schadelefanten finden. Oder so. Unabhängig davon muss ich also die Ohrhörer wieder kriegen. Das heißt, ich brauche die scheiß Kartoffeln wieder. Und das wiederum heißt, wir müssen irgendwie in Wasser kommen. Oder irgendwo eine andere Möglichkeit, die Kartoffel auszu. Oder kann ich die Blasrohrgeschichte aber nur in der Kneipe machen, weil es da so schön ruhig ist. Hö. Bin ich aus und end vielleicht? Gefühl in den Fingerkuppen. Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube eh, dass ich das bemerkt hätte, wenn der Elefant durch mein Inventar gelaufen wäre. Durchaus. Da kann ich mir bestimmt so einfach. Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja. Aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Hey, Finger, das sind die Gewinne. Da muss es eine Möglichkeit sein, weil ich glaube, so ein Softlock in die Boden. Wie gesagt, ich habe den Dartpfeil auch vorher geworfen, bevor das Dings passiert ist. Ich glaube halt immer noch, dass es halt irgendwie, dass es wieder so ein Drecks. Er sagt, er braucht Zeit und Ruhe. Vielleicht draußen bei der Zeitmaschine? Ja, da ist ja nichts, ne? Da ist ja wirklich. Hier ist ja schon ruhig, obwohl hier hört man noch die Musik. Höha! Da. Bin ich aus. Und end vielleicht? Knallgaffel, kann ich das aber nur in der. Das wäre natürlich witzig, wenn ich das nur in der Hütte könnte. Höha! Bin ich ausreichend und endlich das Gefühl, vielleicht hätte. Das ist halt das Ding, was mich halt so verwirrt, ne? Er redet die ganze Zeit, er braucht Zeit und Ruhe dafür. Hey, nee, wie machen das denn drin? Die Idee kommt da. Keine Spur. Ich glaube eh, dass ich das. Keine Spuren zu. Ich. Also, das Glas findet nur Dinge im Inventar. Das ist nicht nur zu groß. Glas. Eine Spur. Toni hat. Ich bin. Keine Spur. Ich. Nicht nötig. Zumindest. Also nicht. Frag den Griller. Aber von dir habe ich ja den Plan. Meinst du, der hat irgendwelche tollen Tipps noch, ne? Das wäre jetzt durchaus. Na, das wäre tatsächlich das nächste gewesen, was ich gemacht hätte, nachdem ich. Hallo, Sohn. Audi, lange nicht sprechen. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar. Warum nicht? Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Ich brauche also die Bienen noch. Was soll der. Das nennt. Na. Okay, ich brauche die scheiß Bienen noch. Wie kriegen wir denn jetzt die Bienen eingepackt? Ist der Knicker früher? Das ist auch so. Dafür brauche ich nur mal. Und. Der Grill Donnerstag, ja. Kann ich die Dartpfeil einfach in die Bienen reinhauen? Dafür braucht und. Dafür braucht und. Das ist auch so. Das ist auch. Das ist auch so. Dafür und. Oh. Hey, was ist das? Was gibt es da zu lachen? Nichts. Im Gegenteil, du trägst es wie ein Mann, Rattenmann. In der Tat, ja. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Das ist auch so, vielleicht. Ich kann das Wachs einfach so mitnehmen. Ah ja. Okay, ich weiß ja nicht, ob der Wachs jetzt unbedingt, dass das Zeug zählt, hallo, aber. Hallo, Sohn! Audi, ruf!
Was brauchst du noch gleich, um mir ein Hochpräzisionsblasrohr zu bauen? Nun, außerdem und Blasrohr ist nur... Sobald du mir den Rest... Na dann... Das... Kann ich Ihnen das alles schon mal teilweise geben? Was soll das? Ein Tag... Lass das mal... Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest... Da können meine... Ich werde... Ich brauche die Biene noch. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest... So, reicht der Wachs, oder muss ich noch was machen? Was soll... Ein... Ha! Naja. Okay, ich muss also noch die Bienen von seinem Bart runterkriegen. Kann ich den Wachs an Ruinen benutzen? Der Rattenmann hatte nichts. Der Rattenmann brauchte nichts. Der Rattenmann war einfach nur der Rattenmann. Komm schon, Rattenmann. Lass uns spielen. Heißt das, ich bekomme meine Revanche? Nein, das heißt es nicht. Dieses Spiel ist natürlich außer Konkurrenz. Natürlich. Also die Bienen sind jetzt alle bei ihm. Der Zapfer? Nee. Und ich hab... Ich kann nicht das Wachs mit den Dings machen, Das ist oder? Auch so schon klebrig genug. Das ist auch so... Wie zur Hölle kriege ich jetzt die Bienen da runter von ihm? Na, wo ist denn der Rat? Und was hat dieser stattliche Rat? Lach nicht so blöd und beantworte meine Frage, Rattenmann. Der Rattenmann, der... Scheiße, wie kriege ich diese dummen Bienen jetzt da von ihnen ab? Da stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch. Ich kann die wahrscheinlich nicht einfach abglasen, oder? Der Rattenmann, der... Kann ich die wegknickern? Der Rattenmann. Bügel? Ne, die gute Bügel brauche ich noch, aber... Der Rattenmann. Zumindest über andere Gegenstände im Mittag. Oh, kann ich Wenzel noch mal vielleicht fragen? Vielleicht hat er ja noch Sprünter. Hey, Wenzel! Hey, Rufus! Lust auf eine Partie Faulobst legen? Was, ich kann noch eine Runde spielen? Na da, wie? Aber es gibt doch gar... Ist doch egal. Dabei sein ist alles. Wie ihr wollt. Auf die Plätze. Faulobst bereit. Und... Legt! Ich weiß wirklich nicht, was dieses Vieh da eigentlich machen möchte die ganze Zeit, ne? Hä? Hab ich mich jetzt gerade ernsthaft verspielt? Ah, ich hab mich verspielt. Schön. Wie, das sieht unentschieden aus? Ja. Toll. Ich hab mich verklickt. Achso, der frisst das wieder auf. Oh. Das macht das Spiel natürlich noch wesentlich spannender, ne? Das baut halt diese Gefahr des Unentschiedens aus. Oh. Na gut, dann gewinne ich trotzdem. Also. Na gut, das hat irgendwie rein gar nichts gebracht. Hey, Wenzel! Hey, Rufus! Lust auf eine Partie? Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Lass mich raten. Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Das klingt aufregend. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Ich muss meinen... Tja. Das Ding ist, Rufus wäre auch viel glaubhafter, wenn er irgendwie seine Story zumindest irgendwie so einen glaubhaften Spin geben würde. Allala, das ist ein Typ in einem Elefantenkostüm oder irgendwie sowas.
Was? Ich sag nichts, weil mir kein subtilerer Tipp einfällt. Vielleicht fällt mir gleich mal Formulierung ein. Nee, ich überlege in der Zwischenzeit, wie ich das hier mal subtil anders lösen kann. Ich habe Wachs. Ich habe diesen Wachs aus dem Bienending und die Bienen sind darauf woanders hingezogen. Das heißt wiederum, wenn ich den Wachs zum Beispiel auf den Grill... Nicht nötig. Der Wachsklumpen ist noch schön. Beste Okay, wenn ich den Wachs auf Wenzel lege... Aber Rufus, was soll ich denn damit? Na was schon? Wachsen! Oh! Oh! 5 Euro für die Wortwitzkasse! Oh. Haarwachs, ich kann das Zeug nicht... Im Waren auf See. Ich kann das nicht... Oh, warte mal! Das ist natürlich voll der Spoiler, aber das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich nehme an, du wusstest es schon, oder? Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Ein Versuch ist es wert. Vor allem, vorhin habe ich noch daran gedacht, dass wir sowas wie Wachs, dass das Wachs verstreifen war mein erster Gedanke. Ah, diese Pein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier, nimm. Ich brauche ihn nicht mehr. Zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder spüre. Na gut. Oh. Lady Shave. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Und jetzt stillhalten. Was? Hey, stopp! Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Na gut, wir haben hoffentlich eine einzige Biene. Oh Mann. Kann ich ihn anlegen? Oh, sie sind ganz müde von der Aufregung. Sie haben sogar schon ihre kurzen Beinchen abgelegt. Was? Die Bienen haben für heute genug gearbeitet. Gönnen wir ihnen die Pause. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Viel Vergnügen damit. Ach, oh Mann. So, okay, wir haben ein Blasrohr. Damit gehen wir dann wieder hier hin. Dann gehen wir hier hin. Damit benutzen wir dieses Blasrohr auf diese Dartscheibe. Dann treffen wir wahrscheinlich das andere Ding. Oh. Nice. Naja, dann halt so. Das ist auch gut. Ich hoffe, das Zeug ist nicht also natürlich so. Dann gehen wir jetzt wieder hier hin, dann gehen wir hier hin, dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin, wo bestimmt noch nicht die Hütte explodiert ist, zu meiner großen Überraschung. Machen die Maschine auf, holen uns das Eis, holen uns die Bratkartoffeln, holen uns das Stopfding und danach gucken, was der Bot noch so kann. So, das... So, wie... Ach, egal. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Oh, aua! Was soll denn das? Wo ist Chillbot? Chillbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Ah ja. Chillbot-Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus Bürgen. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. So schwer kann das ja nicht sein. Gibt ja nur 3 Hebel. Es gibt Hebel? Ach ja, tatsächlich. Chillbot-Mode. Ach so. Chillbot-Mode. Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Aua! Was soll denn das? Ja, Simsen ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden, Mensch. Chillbot Mode. Chillbot Mode. Chillbot Mode. Chillbot Mode. So, oh. Chillbot.
Quillbot-Mode. Was soll das? Was ist denn dein Plan nicht? Quillbot-Mode. Kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihrer sympathischen Barbecue-Assistenten. Gut, wir haben jetzt bloß leider... Sorry, bei mir gibt's keine Eiskuppel. Tja, gut, also das ist der Barbecue-Mode, das ist ja schon mal schön. Der ist für die... Action! Rehbot-Mode! Halten Sie lieber Abstand! Hä? Müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Hatschu! Im Grunde schon! Aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Aber das kann ich nicht so lange die Dinger fahren, oder? Thrillbot-Mode. Quillbot Brutalitätslevel wird erhöht, Modus. Was? Nein. Quillbot Brutalitätslevel wird gesenkt, Modus. Besser. Quillbot Mode. Quillbot Mode. Mhm. Quillbot-Mode. Ich müsste wahrscheinlich irgendwie auf die Farben achten. Quillbot-Mode. Achso, die blauen Dinger müssen nach... Quillbot-Mode. Ich glaube, für das Rätsel brauche ich etwas länger. Moment, das kriegen wir aber hin. Ich sollte mir vielleicht wirklich mal Gedanken machen, wohin diese Dinger hin zeigen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es vorhin aussah, wäre es noch besser. Action. So, jetzt ist alles zu, ja? Action. Quillbot Mode. Wenn ich jetzt wieder ziehe, dann ist wahrscheinlich... Quillbot Mode. Quillbot Mode. Ach so, Na gut, der Grillbot Mode bringt mir leider gerade nicht ganz so viel. Quillbot Mode. Action! Quillbot-Mode. Das will ich ja eigentlich nicht. Quillbot-Mode. Wer kann das ja üben? Quillbot-Action! Also stellt man sich wirklich die Frage, warum das Ding überhaupt ein Killboot-Ding ist. Wir kriegen das schon hin. Das große Problem ist halt auch, dass ich das aktuell nicht durch... sonst habe ich die Rätsel immer durch Raten gelöst gekriegt. Das Feuer darf nicht nach rechts zeigen. So, dann haben wir Killboot. So, jetzt noch mal in der Reihenfolge. Quillbot. So und. Quillbot Mode. Mann, ich fühle mich plötzlich viel kräftiger, als könnte ich dir mit nur einer Hand Luftröhre zudrücken. Warte! Oh, schade. Quillbot. So nun. Das ist jetzt. Also die drei Dinge, die drei Eisdinger müssen nach vorne zeigen, damit der Dingsbot ist. Das Ding dreht so rum. Was ist denn die Rückseite? Das ist wahrscheinlich auch ein rotes Dings, oder? Das ist ja. So. Wenn ich jetzt die grüne Dings drehe, dann dreht er sich nach rechts, was richtig ist.
So, warte mal. Nee, jetzt noch so drin? Nee, kann noch rum. Andersrum als gedacht. Na ja, gut, was soll's. So, und jetzt? Fast. Jetzt ist leider das rote Ding wieder da. Und wenn wir jetzt nach links drehen? So, jetzt hier hochdrehen. Und dann das Ding. Jetzt müssen wir leider noch einen nach rechts. So, jetzt haben wir maximale Kälte. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Ach komm, ich drücke jetzt hier mal lassen. Das ist jetzt. Ich will es gar nicht. Ich will es nicht zurücksetzen. Ach, verdammt. Ich muss. Ich werde so. Egal. Jetzt muss ich. Das kann zwar nicht sein, es gibt nur drei Minuten. Kommen Sie näher und werden. Ich bin ja gerne heiß auf, weil die mal rein. Was soll denn? Ja, du wirst. Alter, kann ich dir so nicht bringen, ne? Action! Killbot, halten Sie. Hä? Müsste. Ja, aber. Dann muss. Das. Killbot, Mount. Nehm dich zurück. Na, endlich. Naja, hat jetzt so funktioniert. So. Hat zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Und ich habe ja auch nur 100 Millionen Jahre dafür gebraucht. Ich brauche diesen scheiß Barbecue-Bot nochmal. So, jetzt hat die ganze Scheiß hier nochmal. Ich wollte zwar nicht den Raum wechseln, aber das kommt das gleich hinaus. So, nochmal die Ofenkartoffel. Vor allem kriegt er nochmal neue Alufolie. Professor! So, haben wir. Haben wir. Mach das mit der Kartoffel vor allem, bevor ich das in die Hand nehmen kann. Ich brauche bestimmt den Killbot nochmal. Na gut, der Killbot ist ja ziemlich einfach zu kriegen. Kartoffelhälften. Das. Na, verklickt. Stadttor. Den Typen das Ding in die Hand drücken. Ach, schön. Sind da. Ohrenschützer. Komm schon. Flaschenhalsbürste. Pistole. Nein, hier sind wir. Fertig. Der Elefant kann kommen. So, mit der Rotlöff Rudi. Wir laufen zurück zum Keller. Geben ihm die Waffe in die Hand und können loslegen. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment. Ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Ich halte hier die Stellung, Sir. Übertreib's nicht, okay? Ah, schön. Na gut. So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Na, das kann ja was werden. Kommen wir jetzt bestimmt wieder auf der anderen Seite raus. Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Oh, toll. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Die Russen? Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Ach, du hast einfach keine Fantasie. Was ist denn das hier noch für ein auffälliger Hebel? Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser Elefant? Zack. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und bing, ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ja. Ich kann's versuchen.
Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan. Das geht bestimmt unfassbar schief. Weit in der Vergangenheit. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Ah ja. Gab's da noch irgendwas, was ich mitnehmen konnte? Nee. Vor dem. Achso, da, das Ding war das. Stimmt. Der Schrott. Das letzte, was ich an meiner Mongol. Die Luke, ach, jetzt hätte ich sie sehen. Ich kann doch direkt runtergehen. Das Elefantenverspaß für ein. Das ist genau. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Der Land ist ganz schön groß. Klobrillregal. Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Gut, wir haben eine Klobrille. Ich weiß noch nicht so richtig, warum. Doch, ich habe, glaube ich, eine Ahnung, was wir da machen wollen. Oh, doch nicht. Nein, ich will keinen Fallstrick. Na, dann müssen wir das Ding erstmal bauen hier. Das Problem ist, dass die Gläser dabei halt trotzdem sterben, ne? Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Er hätte ja vor allen Dingen einfach die scheiß Gläser einpacken können in der Zeit. Nicht und niemand kann. Das ist so dumm eigentlich, diese ganze Prämisse, ne? Es geht ihm eigentlich, er hat vorhin selber gesagt, es geht ihm nur und ausschließlich darum, seine scheiß Gläser zu retten und sonst nichts. Er könnte also mega easy einfach nur das Zeug wegschaffen, alles wäre gut. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo, aber was raus will, muss raus. Warum mal übrigens da hinten diesen Turm rum, oder? Ich will eine Elefantenfall, keinen Falsch, ich hab... Ich quicksave mal. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Ach so, ja klar, muss ja auch noch mal fahren. Tripunia 4 ist ein einziger Mittelfinger, die nur das Ende von Teil 3 gemerkt haben. Also ich hab das ja am Ende von Teil 3 schon erklärt. Das war an sich, ist es nachvollziehbar, obwohl es halt irgendwie enttäuschend ist, weil man halt irgendwie was anderes erwartet hätte. So, Falle, warte mal, das ist über wie viel Zeit reden wir eigentlich immer? Achso, ich kann gar nicht. Und? Mach dir... Achso, also ich muss tatsächlich... Niemand... Achso, jetzt habe ich die Knickerfolie ja gar nicht mehr. Hier kann ich nichts machen, okay. Ich kann maximal noch mal runter in den Tunnel. Was kann ich denn mit den Seil noch machen? Außer die Gläser einfach. Nein, ich keinen Fall. Oh. Das hat's vorhin nochmal nicht gemacht, weil ich habe nicht drauf geachtet. Das sieht irgendwie sehr aus wie ein Geigen. Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet und wird danach sein rosarotes Wunder erleben.
Vor allen Dingen hat jetzt eigentlich das Bug den ganzen Tag sich erinnert. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. So, der Problemelefant. Da bin ich immer gespannt.